und auch mit Sonic begrüße ich euch in der Statue-Speedway-Zone. Sie erinnert an die Starlight-Zone aus Sonic the Hedgehog 1. Sie ist allerdings ganz schön chaotisch, wenn ihr mich fragen tut, aber das soll uns hier nicht weiter stören. Das schaffen wir, würde ich meinen. Mit einem genialen Endgegner. Wer ihn schon im Tailspot gesehen hat, der weiß es. Wer nicht, da sage ich mal nichts. Lasst euch überraschen. Jetzt gehe ich, glaube zurück. Nee, ich bin richtig. Ich bin richtig. An der Stelle kann ich mich, glaube auch mit Tails dran erinnern. Von daher ist alles okay. Okay, ja, die Status-Speedway-Zone beeindruckt ein bisschen mit ein paar Gameplay-Elementen. Wie zum Beispiel hier sind wir nun auch nur durchgekommen, weil wir dieses Schild hier berührt haben. Das ist etwas verwirrend vielleicht. Aber wer genau hinsieht, sind wir jetzt hier in dieser Röhre. Ich aktiviere das mal. Jetzt sind wir davor. Finde ich ganz gut gemacht, wenn ihr mich fragen tut. Bin echt begeistert von der Welt. Aber es gibt hier sau wenig Ringe. Also die Chance auf die Chaos-Steine schaffen wir mit Sonic auch nicht mehr. Oh, uiuiui. Ich hasse diese Stellen mit den ganzen Federn, wenn die alle zusammen zu eng sind. Das mag ich überhaupt nicht. Auch diese kleinen Ruckler. Schade, das hätte man in der Neuauflage ruhig besser machen können. Ja, die Parallelen sind hier erkennbar halt, wie gesagt, zur Starlight-Zone aus Sonic the Hedgehog 1. Wegen den kurzen Levels. Das kann man so unterstreichen und festhalten. Das Ganze geht natürlich auch im zweiten Act. Da wird es sogar ein bisschen chaotisch werden, aber ich glaube, das schaffen wir. Da haben wir schon so eine Stelle gesehen, die wird uns gleich noch später ganz schön zum Verzweifeln bringen. Oder zum Verzweifeln nicht, aber mal schauen. Oh, wir haben jetzt ganz viel Speed gehabt, wie man das schön erkennen konnte, glaube. Wir müssen sogar aufpassen. Ui, das war eine ganz fiese Stelle. Wir werden durch die Zeit reisen. Das war nicht zu stoppen. Wir müssen das Steuerkreuz nach rechts drücken. Aber das war schon zu spät, aber wir können auf rechts gedrückt bleiben, damit wir diese Bögen mitnehmen an einigen Stellen. Uiuiui, da wären wir fast runtergefallen. Oh, schaut mal. Super-Item und Speed-Item zusammen. Und das hat uns zum Ziel gebracht, würde ich meinen. Diese kleine Phase. Und nun kommt der Boss, nicht kommt. So. Gehen wir zum Boss. Wer den Tailspot schon gesehen hat, weiß, dass er heute etwas anders abläuft. Da ist nämlich der Boss Metal Sonic und oben ist der Eggman und wir müssen ein Wettrennen abliefern. Und dieses Wettrennen startet in 3, 2, 1, jetzt!
Scheiße! Oh, Mist. Aber wenigstens falle ich nicht in den Stern. Oh, oh. Wir müssen aufpassen. Wir müssen als Erster ins Ziel kommen. Gleichzeitig sollten wir nicht so weit in Rückstand geraten, denn hinter uns wird Dr. Eggman langdüsen. Aber der Metal Sonic noch zu langsam. Der zerstört die Stacheln. Das müssen wir zu unserem Vorteil machen. Gleichzeitig kann er uns aber in einer bestimmten Phase auch treffen. Oh weia, oh weia. Das ist knapp. Oh, da konnten wir uns retten. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Vorsicht, wir müssen noch einmal springen. Ja, 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 ja. Ja. Yes. Super. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben Metal Sonic besiegt. Und da ist Amy. Oh, oh. Welch Liebe, wenn ihr mich fragen tut. Wir haben es aber noch nicht durchgespielt. Schaltet ein beim nächsten Mal.